Kreative Zugänge, denke ich mal, sind angesichts von starren Situationen und Strukturen umso wichtiger. Und Humor lockert einfach, das Lachen lockert und damit wird Energie wieder frei und es kann wieder was fließen, was vielleicht vorher nicht da war. Einfach eine Intervention, um zu zeigen, es geht auch anders. Man kann auch anders an Themen herangehen, man kann locker herangehen. Man muss nicht immer das steife Ritual, der Herr Minister schüttelt die Hände und ja, spielt sie im Vordergrund, das muss nicht unbedingt sein. Er hätte auch ganz anders mitspielen können und hätte durch die Herzen von uns Frauen sicher mehr erobert als sonst. Wir brauchen eine Agrarpolitik mit Ausrichtung auf Ernährungssouveränität. Es braucht mehr Bäuerinnen und Bauern und Zugang zu Land für jene, die für ein gutes Leben für alle wirtschaften wollen. Ich gelobe, so wahr mir Gott helfe und vor dem heiligen Herzen Jesu Christi. Wir haben die österreichische Bundeshymne in einen Zoom-Chor gelegt und das Bäuerinnenmanifest, also das, was die Ziele der ÖBV-Frauen sind, drübergelegt in den Text. Und uns hat damals bei der Angelobung des Ministers sein Gelöbnisspruch sehr irritiert, der sich ja auf das heiligste Herz Jesu richtet. Und wir haben uns gedacht, wenn man so hoch greift und sogar das heiligste Herz Jesu zitiert, dann muss man das, was man gelobt, muss dann sehr was Humanes sein, sonst darf man sich nicht an so religiösen Inhalten vergreifen. Und wir hoffen natürlich, dass der Herr Minister unsere Forderungen erfüllt. Ja, grüße. Ich will nicht lesen, müssen meine Bühnenzeit aussetzen. Wir hätten es ja gerade vorgesungen, aber. Ah ja, nein. Aber mir gefallen die irgendwie besser. Spielt es noch einmal. Die singen nicht so schön. Danke. Die ÖBV, die gibt es jetzt schon sehr lange, über 40 Jahre. Wir sind eingeteilt in verschiedene Arbeitsgruppen, je nachdem, welches Thema gerade aktuell ist. Und unter anderem, weil es immer aktuell ist, haben wir speziell einen Frauenarbeitskreis, wo wir uns zu diesen Themen beschäftigen und uns Schulungen organisieren oder auch politische Aktionen machen, um dass man nicht die Rolle annehmen müssen, die uns die Gesellschaft zuteilt. Unsere Landschaft wird pflegt von kleinen Bäuerinnen und Bauern. Doch viel mehr Förderung kriegen die Großen, die die Umwelt versauen. Auf der Alm, da gibt es keinen Sinn, weil da ist der Herrgott blind. Auf der Alm, da gibt es keinen Sinn, weil da ist der Herrgott blind. Auf der Alm, da gibt es keinen Sinn, weil da sind die Männer blind. Auf der Alm, da gibt es keinen Sinn, weil die Frauen nur munter sind. Das ist eine Aktion aus der Regionalgruppe Vöcklerbruck von der ÖBV via Campus in Österreich. Das ist zusammen mit Gerhard Haderer, der uns diese Kühe entworfen hat, entstanden. Und wir wollen mit diesen Kühen einfach zeigen, es geht ja nicht nur den Bauern nicht gut, es geht auch den Tieren nicht gut, wenn die Höfe und die Betriebe wachsen müssen und es geht den Leuten nicht gut. Und das sollte halt ein sichtbares Zeichen sein. Und wir sind da unter dem Motto Gutes Leben für alle jetzt unterwegs. Und heute dürfen wir mit unseren Kühen Alpbach sein, weil unsere nette Bäuerin und Hotelbesitzerin ihre Wiesen zur Verfügung gestellt hat. Ich versuche seit langem Kunst auf meinem Grund aufzustellen, weil ich ja neben dem Kongresshaus bin und das Kongresshaus auch mein Grund war. Und mir ist Kunst sehr wichtig. Da hat mir das ganze Projekt gut gepasst und die Damen haben das alle sehr effizient aufgestellt. Und während der Tagung auf einmal ist wer gekommen und hat zu mir gesagt, die Kühe sind weg. Und das ist die letzte Kuh mit den allerdings noch am Kongresshaus stehenden Sachen, nicht auf meinem. Und mein Grund ist geräumt. Und ich bin sehr traurig, dass ich auf meinem Grund nicht mehr sagen oder was aufstehen darf, ohne Genehmigung. Sie waren weg und ich habe dann in der Gemeinde angerufen, habe niemanden mehr erreicht. Und ich habe keine Ahnung, was da geschehen ist.